Ladies and Gentlemen, I present to you The Eisenfeuerhallen. Das ist gerade ein bisschen finster, aber ich will gerade nur die Lichtkulisse vom Anfang ein bisschen besser einfangen können. Okay. Frostzauber dürfen es also sein. Da sieht man schon überall verkohlte Leichen. Wer hat's denn alles versucht, hier reinzukommen? Oh mein Gott, macht das wieder wenig Schaden! Oh, wow, ich sehe nichts. Es ist so hell! Geht ihr bloß weg! Da bin ich nicht mehr viel Platz zum Ausweichen. So, puh. Das Gefährliche ist hier echt diese Feuerberührung, die drauf haben. So. Ah, okay, die Fackel ist nicht so schlimm, die zerstört nicht so viel von der Stimmung. Aber ich will jetzt erstmal hier auch nicht... Oh, breitbeinig liegt sie da, mit einem Arm hinterm Rücken gebunden. Was ist das hier für ein Bondage-Dungeon? In dem Fall passt sogar der Begriff Dungeon. Warte mal, wie viel Schaden mache ich mit Feuer? Einfach mal, um nochmal zu gucken. Okay, das ist garantiert weniger. Blitz. Das macht alles so wenig Schaden. Jesus. Aber Blitz ist... Au. Oh, wow. Das ist doch ein Zauber auf Berührung. Du hast mich trotzdem noch getroffen. So. Blitz schießt einfach schneller. Dann bevorzuge ich doch das. So, wo bin ich festgehangen, feststehen geblieben? Ach so, ja, Bondage, klar, ja, Dungeon, ja, passt. Oh Gott, was für Themen hier schon wieder. Für Leute von euch, die nicht wissen, was Bondage ist, das ist in Ordnung, das müsst ihr nicht wissen. Dann seid ihr voraussichtlich zu jung, um zu wissen, was Bondage ist. Dammit! Naja, dann wiederum, hallo, wir haben 2014, da wissen schon Kinder mit 9, was das sein soll. Traurig, aber wahr. Das waren sehr viele Flammenelementare und umso mehr verkohlte Leichname hier. Was zur Hölle? Sieht so aus, als ob die ganzen Leute hier von den Flammenelementaren in die Ecke gedrängt wurden. Und sich noch versucht haben zu verteidigen, aber... Das hat wohl nicht so gut funktioniert. Zwei Wege, okay. Oh, mein Freund. Hey, stumpfe Waffe hat sich verbessert. Oh, das hatte ich noch nicht auf 100, wirklich? Ich glaube, das habe ich mich bis jetzt fast jedes Mal gewundert. Das habe ich noch nicht auf 100? Was? Ja. Oh, ich mache so wenig Schaden. Ups, nein. Eigentlich sollte das eine Heilung werden. Oh Gott. Labyrinthception. Da war dem Dungeon Designer wohl ein bisschen langweilig. Hallo. Warte kurz, warte kurz. Ich habe nicht den richtigen Zauber draußen. Jetzt mal warten. So. Fertig. Oh, du leuchtest so golden, du bist so hübsch. Das ist trotzdem normaler Frost... Nee, Kristallgolem. Das sah gerade eben eiskalt so aus, als ob er sein Bewusstsein verloren hätte. Hallo? Waffe bitte. Oh, schöner Backflip, Bro. Oh Mann, ich habe sowas von keinen Plan, wo ich hier langlaufe. Nee, das sieht aber nach dem richtigen Weg aus. Ich glaube, die Höhle führt mich dann weiter. Wir hatten hier aber noch den einen oder anderen Winkel, wo wir noch nicht reingelugt haben. Und den überprüfen wir kurz. Und zwar einmal hier.
Genau. Und von der anderen Seite habe ich auch noch einen gesehen. Ist das ein Boss? Sieht... Oh, okay. Nein, ist es nicht. Sah jetzt so gefühlt ein bisschen größer aus wie der andere Flammenelementar. Kristallgolem. Ach, sind auch keine Kristallgolem. Golems. Sind dieses Mal wieder die Zwergenwächter. Hauptsache, das hier wird jetzt kein verwirrendes Labyrinth. Nicht unbedingt, ehrlich gesagt, weil ich mit Labyrinthen schlecht zurechtkomme. Mich langweilen die einfach, weil... auch nicht, weil sie zu einfach für mich sind oder sowas. Sondern einfach, weil so viele Spiele irgendein verkacktes Labyrinth drin haben müssen. Das ist einfach nur nervenaufreibend und bringt nicht viel. Guck mal, wir haben einen Dungeon für dich gemacht, wo du dich drin verlaufen kannst. Wow. Das hat einen Slow Clap verdient. Nein, aber wirklich. Also das soll jetzt auch nicht so klingen, als ob ich das hier von diesem Dungeon jetzt erwarten würde. Sondern einfach nur allgemein, ne? Verstehst du? Ja, das scheint hier aber einfach nur eine Sackkasse zu... Sackkasse. Wir kassieren jetzt ein paar Säcke ab. Nope, sehr schön. Damit haben wir schon mal einen Endpunkt gefunden. Wenn mich wirklich Dungeons interessieren oder gerade Questlines interessieren, dann bin ich ordentlich. Ansonsten kannst du das vergessen wahrscheinlich. Ja, sehr schön, sehr schön. Hier sind wir hergekommen. Hier sind wir hergekommen. Hier sind wir rechts lang noch nicht gegangen. Da wollte ich auch noch hier. Ach, hier war eine Sackgasse. Vielleicht war ich hier sogar schon. Keine Ahnung. Gut. Okay, hier ist Ende Gelände. Nice, dann gibt es jetzt nur einen Weg, den wir weitergehen können. Aber ich muss dann... Ich muss Dungeon... sagen. Nein, ich muss sagen, dass bei den Dungeons in Nerim glücklicherweise... Jetzt war ich mit meinen Gedanken wieder woanders, weil ich den nächsten Satz formen wollte. Dammit! Dass bei den Dungeons auf jeden Fall... ich es schön finde... dass es nicht so ist wie bei anderen Games, dass ich, dass, also zumindest soweit ich mich jetzt hier erinnere, gab es nichts Verwirrendes. Also die Zitadelle der Schatten war so das nächste, was so ein bisschen labyrinthartig aufgebaut war. Aber ich habe mich da eigentlich sehr gut zurechtgefunden. Also das war jetzt nicht so das Problem. Guten Tag. Au! Oh Gott. Du mit deiner kranken Resistenz. So, ich erwarte natürlich hier in den Eisenfeuerhallen... Oh, da hat sich am Arsch gejuckt, wa? Oder da unten zwischen den Beinen. Okay, weiter wollen wir das vielleicht gar nicht wissen. Ich habe jetzt mehr hier so gewaltige Schmieden und Lavaströme erwartet und sowas. Nope. Gott, ich mache mit allem so wenig Schaden bei diesen Astralfeuern. Ich glaube, das war schon immer so. Au, what? Anyone else? Diese Positionen von den Viechern, der Wahnsinn. Ja, Eisen, Eisen. Vielleicht kommen ja noch die Schmiedehallen und was wir vorhin gesehen haben, die Leichen, waren die ganzen Schmiede, die hier vorher gearbeitet haben und dann wurden sie irgendwann überrumpelt. Von all den Elementaren, die aus den Lavaströmen, aus dem geschmolzenen Metall entstiegen sind. So, come on! Bisschen näher kommen bitte. Dankeschön. Ach. Bäh. Oh, hallo! Das nehmen wir mit. Oh, oh, okay. Was hat... hat mich das gerade eben weit auf die Seite gedrängt. Gerade kurz Panik bekommen. Aber wir sind ja bei Nerim, dann kann ich auch nochmal kurz Enderal ansprechen. Vor allem das Enderal-Interview, da werde ich ja immer wieder gefragt, wie weit das derzeit ist und so weiter.
Das wurde jetzt gerade vorgestern geführt. Ich habe gerade Montag während der Aufnahme hier, also momentan den 24. haben wir heute. Am 22. wurde das Interview geführt. Ich warte momentan zu dem Zeitpunkt der Aufnahme auf die Aufnahme von Shurei Ai. Wir haben nämlich selbstverständlich die Tonspuren separat aufgenommen. Das war ein Wunsch meinerseits, weil wir dann natürlich, wenn ich die Tonspuren separat abmische, professionell, dann haben wir auch eine deutlich bessere Soundqualität, als alles über Skype aufzunehmen. Ich habe zwar bisher noch nie in meinem Leben ein Interview gemacht, aber so weit denke ich dann schon mit. Damit, das ist hier zu weit drin. Are you kidding me? La 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 la. Ich habe mich gerade eben nur ein bisschen tiefer in den Gang vorgebeugt, ne? Das nur, damit ihr wisst, was hier gerade passiert ist. Gold! Oh, fast abgerutscht. Nein, 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 nein. Upp! Komm schon, nicht runterfallen. Yes! Na? Wie ist es da unten? Bissel heiß, wa? Wie tut es so, wenn man wieder die Schmieden anheizt in den Eisenfeuerhallen? Okay, dazu hatten die jetzt leider nicht viel zu sagen. Gold! 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 Oh, give me all the gold! Give me all the gold! Aber jetzt werde ich nur noch so sprechen. Ich habe gehört, dass Leute eine tiefe Stimme mögen. Möge euer Subwoofer eure Seele erschüttern. Oh, ist das geil. Habt ihr das auch gehört? Da war gerade irgendwie, das war, ich habe so eine verrückte Stimme gehört, die so tief gesprochen hat. Das war sehr merkwürdig. Oh man, wo laufe ich hier wieder lang? La 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 la. Also, hier war... Oh Gott, hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Aber ich habe bereits eine Idee, wohin dieser Gang connecten konnte. Oder, was heißt konnte? Könnte wohl eher. Ich laufe mal kurz hoch, weil da unten sah es so aus, als ob es da weitergehen würde. Hier habe ich noch einen Feuerelementar gesehen. Nicht nur einen, da hinten geht es gerade weiter. Ja. Du, Eimer. Ja. Okay. Auf diesen paar Metern war es das erstmal. Ich bin so weit und ich loote sie immer noch. Der Wahnsinn. Was haben wir hier? Ach so. Okay. Dieser kleine Aufgang hat nur dorthin geführt, wo ich gerade eben sowieso rausgekommen bin. Und hallo. Boah, wie mal gerade jetzt meine Fackel ausging. Ich dachte schon, hier wäre irgendwas Schlimmes passiert. Ey, wie viel Reichweite hast du denn hier? Der Zauber geht auf Berührung, klar? So genau, ihr könnt mir schon mal ein bisschen näher kommen da hinten. Zumindest eine von euch. Oder eines von euch, je nachdem wie ihr es gerne hättet. Boom! Nope. Was? Noch getroffen? So, schön wieder die Treppe hochkatapultieren. Diesmal hat er wieder braverweite meinen Hotkey übernommen für die Fackel. Meine Buffs gehen langsam aus. Wäre auch nicht schlecht. Knalle mal uns beides kurz neu. Ja. Oh, okay. Schmelze. Ah! Da werden wir jetzt dorthin kommen, wo ich sowieso hin wollte. Und jetzt haben wir noch diesen einen Raum da. Einen Raum und einen Gang, wo ich noch nicht entlang gegangen bin. Das wollen wir mal alles mitnehmen. Es wird zwar jetzt keine bessere Waffe geben, wie hier diesen wunderschönen Magierschlechter. Ah, okay. Ein Dead End. Eine Sackgasse.
Ich liebe es einfach, Wörter so zu betonen. Jetzt letztens, als ich so eine harte Arbeitswoche an der Uni hatte. Ja, ich muss Ende Februar in die Uni, während alle anderen Kommilitonen schon mir schreiben, dass sie im Urlaub sind auf Facebook. Ah! Muss ich nochmal in die Uni gehen und arbeiten? Na gut, nichtsdestotrotz. Da war ich mit den Kollegen im Geschäft einkaufen. Habe ich hier schon alles gelootet? Ich glaube schon. Hier sind wir noch nicht lang. Und ich habe mir Saft geholt. Und ich muss es einfach immer so schön mit Schmackes aussprechen. Saft. Sack. Ich mag es, so ein sanftes S zu benutzen. Saft. Ich habe Lust, mir Saft zu kaufen. Oh, warum warst du noch so weit weg von mir? Oh, und ich habe mir nämlich auch da einen sanften Saft mit einem hohen Fruchtgehalt gekauft. Oh, ist das geil. Ein sanfter Saft? Das ist ja unglaublich. Leider kann man die Aussprache nicht überall anwenden, sonst klingt das komisch. So, oh, ich kann nicht ausweichen, das ist ein enger Gang, das ist unfair, nur ich darf das. Jupp. Enger Gang confirmed. Hi-ja. Lass mich durch! God damn it! Ich verreck hier noch, weil ich nie zu fett für den Eingang bin oder so. Ah, damn it! So, jetzt. Ich wollte gerade sagen, noch kurz aus Blitzschussreichweite gehen. So, halten wir uns zumindest mal voll einigermaßen. Nein! Komm her! Nein! So, jetzt aber. Are you kidding me? Hallo? Ah, jetzt. Hat mich wirklich meine fette Waffe dran gehindert, hier durchzugehen? Oh, das ist eine schöne Haltung. Like a lady. Oh. Okay, kack auf das ganze Gold hier, das wird mir langsam zu viel. Ich habe eine kleine Mini-Freiheitsstatue. Leicht gekrümmt, ich weiß, aber egal. Wo führt mich jetzt das hier hoch? Hallo? Ach, der andere Zugang. Genau, das war hier der Zugang, wo wir schon vorhin waren. Wo ich zuerst noch nicht reingelaufen bin. Ja, schön. Moment, auf der Karte sieht es so aus, als ob es links noch etwas gäbe. Aha. Nope. Scheint nur so ein Aufgang da zu sein. Und hier ist auch nichts mehr, wenn ich das richtig sehe. Da ist auf der Karte auch so ein kleiner Zubbel. Nope. Gut. Ich denke, der Weg ist ungefähr gleich weit. Das macht jetzt keinen großen Unterschied, wie ich jetzt gelaufen wäre. Weil der eine Raum, der das alles verbunden hat, der war ja ziemlich in der Mitte. Aber ist auch egal. So haben wir immerhin noch etwas zu quatschen, bevor ich den Großteil hier zu Ende bringe. Wo bin ich jetzt rausgekommen, verdammter Mist? Hier lang. Hier könnte ich auch ursprünglich herkommen. Nope. Nein, doch. Lag meine Erinnerung doch richtig? Ich habe gerade ein bisschen auf die Minimap geschaut. Da sah das so aus, als ob ich nicht ganz nochmal diesen Weg entlang laufen könnte. Dann hier rum. Es geht weiter mit den Eisenfeuerhallen und der Schmelze. Das andere Questende war ja, wie gesagt, ein bisschen unspektakulär. Ich speichere nochmal ganz frisch. So. Jetzt bin ich mal gespannt.